Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, ich habe mich jetzt mal auf die öffentlichen Server geschlichen, habe hier auch schon einige Camps erspäht mit ganz viel Zeug. Mal gucken. Ich starte jetzt einfach mal los, denn wir machen jetzt heute mal eine fette Einkaufsrunde. In dem Sinne, wenn ich was Fettes finde. Ich hoffe mal, dass ich was finde. Denn, so ein bisschen upgraden, El Picha, wäre schon nicht schlecht. Und dann gucken wir mal. Kronkorken habe ich ja sowieso en masse. Vielleicht finden wir hier noch den einen oder anderen, der vielleicht ein paar gute Sachen bei hat, dem ich sie abluchsen kann. Weapons. Okay. Daisy Cutter und Drache. Aha. Anstachelnder Fettmann. Nee. Gehen wir erstmal so durch. Für dieses Ding können wir ja später immer noch was holen. Chamäleon. Speerrüstung. Nee. Wobei, ich bin ja eigentlich hier auch nicht so wählerisch, aber nachtaktive Schwarzpulvergewehre sind jetzt nicht so mein Ding. Was haben wir hier? Verbrannten Killers? Sturmgewehr ist das, ne? Rasen, tja, nee. Wobei Rasen eigentlich okay wäre, aber 50% Schadensresistenz beim Zielen, weniger Watts kosten, das wäre schon besser gewesen für mich. Aber so... nichts gerade dabei. So, Plants haben wir auch nichts drin. Schade. So, der erste war jetzt nicht gut, was ich brauchen kann. Weil ich brauche ja spezielle Kriterien für den LP-Char am besten. Gerade auch bei Waffen. Da bin ich aber nochmal recht schnell... hochgekommen. So. Dann wollen wir mal hier gucken. Ein Ausputzer. Ja, den kann ich mir auch selber bauen, notfalls. Junkies Armbrust. Junkies Single Revolver. Nee. Ja, ho, ho, ho. So, Mutantentöter. Pirscher. Am Pirschen. Pirschen. Alle sind am Pirschen. Grubenhauer Handschuh. Doppelschuss Maschinenpistole, nee. Nachtaktives Dönermesser, nachtaktives Tesla-Gewehr, Rasendes Tesla-Gewehr? Na wohl, was? Ich hätte gern lieber ein Vierfach, das nehme ich auch einfach. Also mit einem einzigen Stern. Aber mal gucken. Haben wir hier sonst noch irgendwas Interessantes? Nö. Dann waren auch alle drei. Hat er aber hier schön in den Berg reingebaut. Ach nee, das ist ja von oben. Das ist ja die Säurestelle von oben. Das heißt, er hat sich unten... also er hat sich nur das Blei genommen, aber unten nicht das Ding. Okay. Aber sieht auch nicht schlecht aus, so gerade der Gang so. So, was haben wir hier oben? Wir haben nur Rüstung. Na, gucken wir trotzdem mal vorbei. Wobei, Rüstung... das könnte schwierig werden. Weil hier möchte ich ja nur die Secret Service haben. Aber vielleicht hat er ja Kleidungsstücke, die mich interessieren. Auch eher unwahrscheinlich. Aber mal gucken. Man kann ja wenigstens mal reingucken. So ist es ja nicht. Beim letzten Ausflug habe ich neue Rezepte gesammelt. Okay. So, alle hops. Ich weiß nämlich nicht, wo dein Aufgang... ach, der ist auf der anderen Seite gewesen. So, dann wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier? Ja, Vertibird Signalraketen. Okay. Die gehören natürlich definitiv rein. Baupläne kennen wir auch schon alle. Hier sind auch nochmal ein Haufen. Aber auch nichts. Und das letzte. Ja, Fotofilm, ne? Da hat man echt zu viel von. So, was haben wir hier? Hier hinten ist noch eine Waffe und Rüstung und Muni.
Mir wäre das ehrlich gesagt zu viel Gewicht in der Kiste, Muni zu verkaufen. Ich glaube, da würde ich sie eher lieber verschenken oder versuchen wegzuschreddern über Munitionswandler. Anstatt in den Verkaufsautomat reinzuhauen. Hoppala. Na, geht der hier schon mal gut los. Mit einem Soundbug. So, dann wollen wir mal gucken. Was haben wir hier Schönes? Aluminium. Ein scharfes Nudelholz. Na gut. Und ein anstachelndes Gleisgewehr. So. Ah, das Tesla hat endlich aufgehört. Okay. Hier liegt sogar noch ein bisschen was rum. Hat keiner gesehen. Aber wer sich ausloggt, Pech gehabt. So, auf zum nächsten. Also bis jetzt bin ich noch nicht fündig geworden, aber das ist auch bei mir immer relativ schwer, auf den Charakter, wo ich denn bin, was Anständiges zu finden. Weil dann finde ich was für den Blutbefleckten, bin aber auf dem Junkie, dann finde ich was beim Berserker. Und. Aber halt immer nicht das für den jeweiligen, ne? Was haben wir hier? Blutbefleckte Plasmapistole, bringt mir nichts. Was haben wir hier? Noch ein Vampir-Sturmgewehr? Ah, ist eigentlich ein schönes Ding, aber... So, und hier ein Unterhebegewehr mit höherer Feuerrate. Ähnliches habe ich auch in der Kiste beim Lagerchar liegen. Ach, hier sind noch welche. Na, aber... Jetzt komme ich hier nicht richtig rum. Dann muss ich hier nochmal rum. So, was haben wir hier? Baupläne. Kann ich schon alle. Und was haben wir hier? Noch mehr Baupläne. Schade, kann ich auch schon alle. Hoppala. So, haben wir noch einen hier? Wir haben hier hinten noch einen. Ich hoffe ja immer, dass da immer noch so ein, zwei Baupläne drin sind, die mein LP-Char vielleicht noch nicht kann. Das wäre immer so der Jackpot schlechthin. Da ist es mir eigentlich auch wurscht, was die kosten. So, dann gucken wir hier mal. Okay, das sind Ultrazit-Dinger. Die kann ich eh nicht gebrauchen. Berserkers. Ja, siehst du, wieder eine schöne Berserkers. Aber das Präzisionsschützen. Das ist eine Schrotflinte. Kampfschrotflinte. Würde mir sowieso nichts weiter bringen. Und unnachgiebig kann ich ja auch nicht verwenden. Oder möchte ich eher gesagt nicht verwenden. Ich kann hier den Bauplan ausputzern nicht. Du willst mich rollen. Okay. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ein Fleischhaufen. Den kann man mitnehmen. Ich kann den Bauplan ausputzern hier auf dem LP-Char nicht. Überall kann ich ihn, bloß hier nicht, oder was? Hat er hier eine Waffenbank? Das würde mich ja echt mal interessieren. Die Welt ist wirklich erstaunlich, wenn man genauer hinschaut. So, dann gucken wir mal. Mechanische Waffen. Tatsache, ich kann den hier gar nicht. Ich war immer der Meinung, ich hab den schon hier. Na gut. Dann weiß ich ja, was ich ja das nächste Mal mit den Jungs machen kann. Weil den beschaffe ich mir mal Gau Silber. Der ist ja nicht weiter schwer zu holen. Müssen wir mal absehen. Dann muss ich mal gucken, dass ich vielleicht demnächst dann auch die Aggressotron-Rückrufkarten und so weiter mal wieder mir besorge. So, wo hat er denn hier seinen Laden? Ach, hier. Dann gucken wir erstmal weiter.
Auf jeden Fall haben wir schon mal einen Bauplan gefunden. Den sollte ich eigentlich auch gleich mal lernen. Nicht, dass ich mir gleich das ganze Ding zweimal hole. Hä? Hab ich... Ich glaube, ich habe das schon. Bin, glaube ich, nicht mehr ganz da. So, was haben wir hier? Mats Trefferchance, Nachladegeschwindigkeit, Jäger. Hm. Anstachelnd, nee. Schallgedämpft, automatisches Kampfgewehr. An und für sich ganz ordentlich, aber nichts für mich. Was haben wir hier? Anti-Rüstung, 90%, auch nichts für mich. Schade. Was haben wir hier noch? Leistungsstab, Doppel. Ach, doppelläufiger, ja. Ultrazit-Gatling-Laser. Auch nichts. Handgefertigte Pirscher, nie. Pirscher ist nicht so meins. Rasende Armbrust, nee. Vierfach Gauss-Gewehr, ja. Hatten wir so eins nicht heute erst bekommen. Vierfach doppelläufige Schrotflinte. Die ist eigentlich ganz cool. Würde sich eigentlich schon lohnen. Aber 10mm automatische Maschinenpistole. Ah, ist auch nur Level 25. Uiuiuiui. Sowas gibt's auch noch. Gut, hier ist jetzt aber auch soweit nichts gewesen. Jetzt haben wir hier hinten noch einen mitten auf der Straße. Hm. Na, mal schauen. Bis jetzt ist es ja eher nur durchgeporte. Wie ist es bloß so weit gekommen? Ist was? Das frage ich mich auch, wie das jetzt so weit kommen konnte. Ich suche hier eigentlich ein Camp. Und kein Lootadler. Ach, da unten. Jetzt habe ich es erst gesehen. Und dann gucken wir erstmal hier rein. Anstachelnde Plasmapistole. Nope. Ein Antirüstungsbeil. Auch nicht. Marinerüstung brauche ich auch nicht. Berserker Sturmgewehr. Auch nicht. Hm. Ah, ist ja aber cool hier unter der Ecke. In die Ecke reingebaut hier. Ich mag ja sowas, wo so kleinmäßig ein bisschen versteckt ist. So, was haben wir denn? Die arme Jaugwei-Horde. Naja, die ist gleich zu Besuch. Gut, hier haben wir jetzt aber nichts mehr. Die meisten Leute sind jetzt schon offline gegangen von diesem Server. Deswegen wechseln wir einfach mal Gaudi den Server. Denn ich will die Hoffnung nicht aufgeben. Dann bin ich ja jetzt mal gespannt. Starte Thunder Mountain neu. Oh Gott, oh Gott. Hier spricht Knappe Rosen. Thunder Mountain ist offline. Ich wiederhole, Thunder Mountain. Ich bin auf demselben Server gelandet. Ja gut, dann machen wir einmal Atom Shop auf. Auch wenn das nicht immer hilft. Enem enem Opel. Wir probieren es nochmal. Ah, nicht, dass wir jetzt zu lange mit dem Suchen eines neuen Servers brauchen. Da hätte ich mir auch echt eine kleinere Serverliste wenigstens gewünscht oder so, wo man dann halt auswählen kann. Damit man nicht immer permanent auf den nächstbesten landet, sondern halt... Ja, wir bleiben in dieser Welt. Hier spricht Knappe Rosen.
Thunder Mountain ist offline. Ich wiederhole, Thunder Mountain ist offline. Gut, gehen wir erstmal hier hinten einmal durch. Im Bereich Ingenieurwesen bitte umgehend für Reparaturen im Werk melden. Ja, ja, wir melden uns gleich umgehend. So, warum hat er mir jetzt gesagt, mein Camp kann nicht positioniert werden, aber dennoch ist mein Camp da hinten. Da? Hier ist doch keine Nuke-Zone, die ist doch einmal da oben und da unten. Aber ich glaube, hier war mal eine Nuke-Zone. So, wo ist denn jetzt hier der Verkaufsautomat? Hallo? Ah, hier. Dann schauen wir mal. Antirüstung. Nee. Blutbefleckter Todeskrallenhandschuh. Nein. Leider nichts dabei. Gucken wir mal weiter. Gehen wir hier einfach mal. Oh. Nur Baupläne und Munition. Da bin ich mal gespannt. Gucken wir uns mal wenigstens die Baupläne mal an. Muni laufe ich sowieso grundsätzlich immer zu viel mit rum. Okay. Hier steht ein schöner Dauer. Alles klar. Alles gut. Der macht schön alles platt. Okay. Gegen auf in die Lüfte halt. So, dann schauen wir mal. Leider kann ich schon alles. Schade. Und das ist auch nur 38er Munition. So, dann gehen wir mal hier hinten nach Ashib. 17 Waffen. Da könnten wir noch eher fündig werden. Ja, am besten sowas, keine Ahnung. Irgendein Gewehr mit Junkie und weniger Watts AP kosten. Das wäre schon eine Perk-Kombination, die würde ich rauskaufen. Das würde hier schon extreme Vorteile bringen. Ach, ist noch nicht geladen. Ich wollte gerade sagen, wie kann das hier alles schweben und fliegen? Ach, hier bei der Katze hat er sich... Ja! Mörgel. Beim Mörgel hat er sich hingesetzt. Ja, ist auch cool. Hat man immer eine Hauskatze bei parat? So, aber gucken wir mal. Was hat er denn hier Schönes? Bekannte Baupläne, Schießpulver, unverarbeiteter Dünger. Na, an und für sich muss ich den ja kaufen. So, als Düngerkönig. Aber Blutbefleckt. Oh, da haben wir endlich mal was mit Junkie. Ein Superhammer, aber. Nee. Das hier ist nur Junkie. Hier haben wir einen Junkie-Boxhandschuh, ein Junkie-Kampfgewehr. Wäre da quasi statt kritisch füllt sich schneller auf, weniger Watts kosten, hätte ich sofort mitgenommen. Da hätte ich sogar fast jeden Preis für bezahlt. So, ansonsten Junkie, 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 Junkie. Oh, viele einsternige Junkie. Na, gucken wir mal. Aber sonst hier bei den Waffen leider nichts dabei. Und was haben wir hier noch? Baupläne ohne Ende. Stärken, 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 stärkend. Da hatte man jemand eine Stärkenrüstung, die er aufgegeben hat. Ja. Das hier mit der Katze sieht wirklich cool aus. So, was haben wir hier? Oh, auch nochmal 18 Waffen. Na, mal schauen. Ob wir fündig werden oder nicht. Okay. Automaten, Automaten, Automaten. Achso, geht hier erstmal unten rein. Pfeil zeigt nach da, Pfeil zeigt nach da. Ach hier. So, dann gucken wir hier mal rein. Bauplan. Gorilla sitzend und Wendigo-Koloss-Köpfe habe ich noch nicht. Na gut, bevor ich jetzt hier gar nichts mehr nehme, nehme ich mir die beiden jetzt wenigstens nochmal mit.
Dann ist das jetzt durch und ich habe zwei weitere Baupläne noch gekriegt. Sehr schön. Dann gucken wir hier nochmal rein. Anstrengend. Nee. Impro. Hiha. Nee, das ist Berserker. Junkie 10 mm. Nee, Nahkampfschaden. Kaliber 50 mit Körperteilschaden. Oh, nur 35. Machete. Mehrzweckaxt. Minigun. Nee, da habe ich hier ja eine sehr gute. Mit Trefferchance. 308er. Na, hör mal auf, mich hier anzuspritzen. So, handgefertigte. Nee. Unterhebegewehr. Auch nicht. Und rasend auch nicht. So, machen wir hier oben noch ein. Hier oben haben wir noch welche. Ich wollte gerade sagen, sind die nicht in Betrieb? Aber sieht so aus, als wenn doch. So, na. Marinerüstung. Na gut. Auf zum nächsten. Zur Not, Quest haben wir jetzt schon mal fertig. Und ich sollte die Baupläne noch lernen. So, blups. Notizen, zack und zack. Auch die werde ich mir nie hinstellen. So. So ist es, finde ich immer cool, wenn man hier schon Sachen benutzt, quasi. Bin ich hier richtig? Tschut, tschut. Ich glaube nicht. Was sind denn hier die Verkaufsautomaten? Ich sehe die gerade nicht. Oder standen die unten und ich habe es einfach nur nicht gesehen? Hallo. Ja, hallo. Ah, hier unten. Hier unten. So, da haben wir leider nichts. Was haben wir hier? Noch mehr Baupläne, auch nichts. Und was haben wir hier? Taktische Marinehelm. Nee. Ja, Berserker, nee. Ghoul-Töter ist auch nicht. Junkies Grognax-Axt. Junkies Kaliber 50. Mit Nahkampfschaden. Nee. Nee, nee, nee. Oh, hier haben wir noch einen. Einer steht hier noch in der Ecke. Aber auch nichts. Gut, auf zum nächsten. Obwohl, da hätte ich ja eigentlich auch rüberrennen können. Direkt. Hoppala. Ah, im Boden gespawnt. Keine beim Ahnung, alten Panzer hier. So, heißen, aber ich mache eine Ladung davon. So, hier haben wir schon mal nichts. Gucken wir mal hier, ob wir hier fündig werden. Berserkers Handgefertigte. Nö. Jägers Maschinengewehr. Nee. Hirschers Bogen. Auch nicht. Da hätten wir eine Gatling Plasma mit 25% weniger Watts AP kosten. Aber natürlich nachtaktiv. Und meine hat das auch. Und meine ist wenigstens Vampir. So. Nö. Ist nichts. Dann gucken wir hier nochmal rein. Ist auch nichts. Heute nicht die richtig guten Händler am Start. Die die Sachen haben, die ich haben möchte. So, hier ist auch nichts. Da hätten wir noch 13 Baupläne. Was haben wir da noch? Da haben wir noch zwei Waffen. Hier hinten hatten wir sonst alle. Na gut, gucken wir nochmal bei den
Hier waren keine Baupläne. Doch, hier waren 8 Baupläne. Komm, nehmen wir die letzten 3 nochmal mit. Wenn die noch online bleiben, gucken wir jetzt nochmal. Dann haben wir aber wenigstens wieder Baupläne gefunden. Waffen wieder negativ. Aha. Einmal außen rum hier. Ein kleiner gefährlicher Bunker hier. So, gucken wir mal. Na, habe ich mir schon ganz fast gedacht. So, aber mehr Automaten stehen hier auch nicht. Dann gucken wir hier mal drüben. Die Hoffnung stirbt zum Schluss. Das finde ich vielleicht doch nochmal was finden. Immer mal wieder ein bisschen gucken. So, hier. Okay, ein bisschen viele Geschütze unten. Gucken wir hier mal rein. Nö, auch leider nichts. Wer schmeißt denn hier schon wieder Sachen weg? Immer diese Sachen wegschmeißer hier. Heilsalve. Kann man doch verkaufen. Ach, da spricht schon wieder der Messi aus mir. Hauptsache erstmal andere Spieler beklauen. Erstmal zu Besuch gehen und dann beklauen. Das passt. So, was haben wir hier noch? Doppelschuss Kaliber 50. Nee, unnachgiebig, unnachgiebig, unnachgiebig. Vierfach Grausgewehr. Auch nichts. Shisha, schade. Wäre ein bisschen weiter nach rechts gegangen, hätte er sich noch die Mülldeponie holen können. Oder wollte er jetzt wirklich nur das Wasser da hinten haben? Naja. Oh. Hier stehen einfach ein paar Zäune gewastet. Gut, dann würde ich sagen, war es das jetzt erstmal für diese Folge. Ich habe sogar noch mein Zuhause hier. Kann ich ja nochmal schnell hinlaufen. Und wir machen dann jetzt hier einen klitzekleinen Cut. Wo kommst du denn auf einmal her? Hab ich mich jetzt verjagt? Keine Ahnung woher, wieso, weshalb. Aber okay, wir wollen nur schnell nach raus. Gut, dann machen wir jetzt aber wirklich einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.